Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Eurocrash Simulator 2 Event Video hier vom Cruising the Balkans World of Trucks Event. Wir stehen hier immer noch in Kragujevac und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Kragujevac, Belgrad, Skopje und... jetzt muss ich mal gucken. Skopje, Belgrad, Bihać, genau. Können wir nicht mehr nehmen. Wir haben 81.000, glaube ich, haben noch einen Kredit offen von 85.000. Und ich würde ja liebend gerne, wir sind jetzt bei der fünften Fahrt. Vier Fahrten habe ich schon vom Event. Allgemein gesehen prinzipiell. Aber ich will ja erstmal hier die 15 Fahrten machen und dann hier die 15 Fahrten. Ich würde gerne später im Verlauf des Events quasi eine externe Frachtmarkt nutzen. Dafür brauche ich aber erstmal ungefähr 140.000. Gut, ich kann nochmal einen Kredit aufnehmen, das geht natürlich auch möglich. Wir schauen erstmal nochmal hier, bevor ich darüber weiterrede. Bulgarien ist ja drüben. Neusatz Serbien wäre ein Ding. Es ist ja nicht zwingend notwendig, dass wir unterschiedliche Dings fahren, ne? Es kann auch in Kosovo gehen, für auch ein bisschen weniger. Also es ist halt nicht viel Geld gerade, ne? Also dann würde ich schon was sagen. Dann habe ich dann die Glasscheiben, die 286 Kilometer Glasscheiben nach Neusatz. Ja, zerbrechliche Fracht und dann eine Lieferung von wahrscheinlich irgendwas mit Glas, keine Ahnung, kann man nicht ganz nicht erkennen. Nach Brown, was auch immer drunter steht. Ja, will ich ja nehmen den Auftrag an. Bringt halt nicht viel Geld, ne? Aber in diesem Event sind wir ja auch nicht da. Für die Kohle, nicht zwingend für die Kohle. Sondern wir sind eher dafür da, um das West-Balkan-DLC zu entdecken. Denn ich kann ja prinzipiell immer noch einen zusätzlichen Kredit aufnehmen, ne? So ist es ja nicht. Zeit zu gehen. Erstmal 85 Kilometer hinfahren. Erstmal rein nach Kragujevac. Muss ich mir auf alle Fälle gleich merken, das Neusatz war das. Ich war eben gerade bei Neustern, ich weiß nicht warum. Neusatz ist jetzt auch gleich ein No-Go. Zumindest vorerst ein No-Go, solange wie wir aktiv hier an den 15 Aufträgen fahren. Beide werden da runtergeht. Oh Gott. Ach komm, wir tanken nochmal vorher. Wir sind später für entschieden. Einmal tanken bitte, da haben wir das schon mal hinter uns. Ein Dollar vor allem, 1,76 Euro. €1.640, fast. Ja. Ist natürlich super, dass jetzt so viel Geld wieder ausgegeben wird, aber bleibt halt nicht aus. Der Sprit, der kommt von, kommt nicht von ungefähr. Oder so. Sprit ist wichtig. So, das ist doch... Ich weiß nicht, wo wieder das hätte enden können. Der ich angefangen habe. Oder hätte sollen. Weiter müssen. Ich kann doch bis wir noch Kredit aufnehmen. Das sind halt mehr als 7.000, die wir dann zahlen pro Tag, alle 24 Stunden. Alle 24 Stunden. Aber gut.
Also auf alle Fälle, wenn ich die 15 Fahrten durch habe, dann habe ich das Event ja technisch gesehen abgeschlossen. Aber da ich halt noch nicht im Road to the Black Sea DLC war und das ja auch mit im Event mit inbegriffen ist, man dort auch halt die 15 Fahrten machen kann, so können kann, wo es abschließen kann, indem man nur dort fährt, will ich halt auch dort die 15 Fahrten machen, wie ja schon zu Anfang gesagt habe im ersten Video hierzu, oder als ich das erste Mal durch die Röntgenhalle ging. Deswegen will ich, oder ja, je nachdem, wie viel Kohle wir halt haben zu dem Zeitpunkt, so in 10, ja, nach diesem Video in 10 Videos, werde ich halt dann den Mint Trailer holen. Wahrscheinlich wird es ein Curtain Trailer werden. Weil er halt am billigsten ist. Wobei, den kann ich mir fast schon jetzt holen, aber. Naja, wir schauen mal. Vielleicht Curtain Trailer, vielleicht Gefriergut oder isoliert oder irgendwie sowas in den Dreh. Auf alle Fälle etwas, womit wir dann den neuen Paint Job ausfahren können, so ein bisschen. Immer noch in der 1,49, ach 49, 1,48. Obviously. Die ist noch nicht draußen. Aber ich finde die Skybox halt auch immer noch super, super schön. Kann ich mich einfach nicht dran satt sehen. Ich bin ja so ein Skybox-Fan, also so ein Himmel-Fan. Ich meine, stellt euch mal vor, in ATS, wenn man also wirklich im mittleren, ja, im, wow, da war ja was. Oh, super, dafür muss ich aufstehen, super. Noch die Heizung an. Also quasi heizen, Ventilator. Heizungsventilator? Heizungsventilator, so. Mein Gott. Wo war ich? Ah ja, wenn man dann so. Demnächst rechts abbiegen. Eigentlich ist man ja schon quasi ein bisschen mit Texas drin, weil Texas, da ist ja auch, gibt es ja auch einige Tornados. Also das wäre schon nice. Natürlich habe ich, weiß ich es nicht, ob das, also ich glaube nicht, dass es drin ist. Real Talk, ich glaube nicht, dass es drin ist. Auch wenn ich in ATS halt die Regenwahrscheinlichkeit auf 7% habe. Hier in ETS 2 habe ich die auf, weiß ich gerade gar nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet, gerade eben als ich. Ich habe nämlich die Einstellung jetzt angepasst. Ich habe dann gedacht, dass ich die Einstellung anpasse. Von ATS zu ETS 2. Regenwahrscheinlichkeit für hier oben. Auch 7%. Eigentlich kann man es ja ein bisschen hochschrauben, ne? Ich schraube es mal hoch auf 20%. Auch mache ich dann, wir machen glaube ich auch in ATS. Einfach damit man auch, na, ich meine 7% Regenwahrscheinlichkeit, wenn ich so bedenke, wie viel Regen wir dieses Jahr bisher hatten, also dann müsste ich eigentlich hochschrauben auf 70%. Vom Feeling her. Also gut, wahrscheinlich auch nur eher 46, aber halt auch viel, viel höher. Was steht da drauf? Okay, es wird wahrscheinlich Glass sein oder einfach ein GLA, I don't know. Aber Glass macht schon Sinn, wenn die. Könnte schon Sinn machen. Da muss ich richtig höllisch aufpassen. Das ist ja auch nice. Aber ich muss sagen, ich mag so diese individuellen Industrie. Oder ich mag diese, ja, doch individuellen Industriegebiete. In der dann einfach random, also in Anführungszeichen random, in der dann halt einfach ein Prefab reingeklatscht wurde. Also nicht geklatscht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern angepasst, reingepasst wurde, dass es integriert wurde, also dass es halt stimmig ist. Ich merke schon wieder Wortfindung. Meine Güte.
Wortfindungsstörung Deluxe vorne wieder. Ey. Okay, die Kurve werde ich auch besser nehmen können. Aber schon nice. Ich find's echt nice hier. So mit diesen teilweise so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, Pseudo-Backstein, aber ist halt auch schon eher so betonmäßig. Da werden wir auch eine Rundumleuchte, glaube ich, dran, oder? An dem Trailer. Nee. Aber wir dürfen allgemein nur 80 fahren, sowohl Land als auch Autobahn. In das Fall sogar wirklich, und wie wir sehen können, ist es ja eigentlich, ne, schon Glasverarbeitung. Da haben wir auch so Glasparzellen, da auch. Boah, Glasplatten. Gut, da muss ich jetzt höllisch aufpassen. Zerbrechliche Fracht, 286 Kilometer bis, wo fahren wir gleich nochmal hin? Ah ja, Neusatz. Haben wir mal einfach mal mit 30 draus. Es war weder Anforderung noch sinnvoll, aber oder angebracht, aber. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich finde das schon echt nice so hier mit den Fahrten in der Stadt. Einfach durch diese Stadt durchfahren ist echt super cool, finde ich. Haben wir bestimmt auch wieder ein paar? Wo fahren wir überhaupt lang? Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Wir fahren wieder bei Belgrad vorbei und dann sind wir ja schon fast ein Neusatz. Das ist echt. Na, ist ja nicht der weiter Weg. Demnächst links abbiegen. Das war ja schon im Vorhinein klar. Biege nach links ab. Die Sonne geht immer noch auf, wir fahren immer noch in den Sonnenaufgang hinein. Also ja, das ist noch so. Hä? Wieso habe ich das so angefangen? Ich wollte was sagen, aber der Satz, den ich angefangen habe, der macht. Der ist nicht kompatibel mit dem, was ich sagen wollte. Also mal schauen, ob ich heute vielleicht auch wieder am Samstag, also wir haben gerade Samstag, zwei Videos aufnehme oder nicht, so wie sonst. Prinzipiell wäre es eigentlich schon recht gut, wenn ich neu ansetze. Und ein bisschen mehr aushole.
Das ist weitaus enger als gefühlt sonst. Ich habe die Kurve einfach nur viel zu eng genommen, aber ich hab sonst nicht so weit ausgeholt. Die muss ja schon ein bisschen enger gewesen sein. Gut, dass ich da nicht schnell rumgefahren bin. Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich gehe einfach schon mal direkt hoch auf 80. Wie gesagt, diesmal dürfen wir nicht schneller fahren. Auch nicht auf der Autobahn. Also ja, wie gesagt, also es wäre schon eigentlich recht angebracht, ein bisschen mehr heute aufzunehmen. Also ein bisschen mehr, die zwei Folgen wieder aufzunehmen. Morgen dann die eine Folge vor der Arbeit. Morgen dann die letzte Schicht. Also, wenn das wieder rauskommt, gestern gewesen wäre seine letzte Schicht und heute ist sein erster Urlaubstag. Aber ja, wäre gut, wenn ich heute die zwei Videos aufnehmen und dann morgen das eine. So dass ich das dann weggerendert bekomme und auch schon hochgeladen, dass ich dann Platz habe auf der Platte wieder. Dass ich dann zumindest dieses eine Video reinschieben kann, was noch eingeschoben werden müsste. Jetzt überraschenderweise. Aber ja. Das ist, glaube ich, am 27. kommt dann das Video raus. Schön kalkuliert dann quasi. Ach ja, Richtung Belgrad. Also ja, ich finde die Skybox super nice. Immer noch. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann wirkt, wenn man dann die in 1,49 dann fährt. Die geupdatet so gesehen. Immer wieder schön, wenn du denkst, das hat geklingelt, nach unten gehst und dann plötzlich eine Viertelstunde oder 10 Minuten vorbei sind. Und du natürlich gar keinen Plan mehr hast, worüber du gerade gelabert hast. Aber ich gehe mal davon aus, es ging noch irgendwie um die Skybox. Und die Regenwahrscheinlichkeit? Oder ging es noch um den Trail? Ich glaube, es ging aber eher darum. Ich weiß es aber nicht. Aber naja. Die Regenwahrscheinlichkeit 20% ist eigentlich schon passender. Weil ich glaube, den ATS vielleicht auch anpassen auf die 20%. Ja, denke schon. Ach ja. Bitte links halten. Natürlich doch. Mal gerade auf, wenn ich gleich wirklich die PS4 wiederhole, soll ich mal wieder fragen, ob ich die so mitnehmen kann oder nicht, weil es ja eigentlich regnen sollte oder anfangen sollte zu regnen. So, der Regen, der klingt zwar gerade angeblich ab, aber sicher ist sicher, würde ich sagen. Mal kurz Maut. Hier schon mal runter auf 30.
Okay, hier geht's definitiv schneller als übers ENP. €41. Das lange dürft gerne die Schranke wieder hoch machen. Oh Gott. Da fehlt ja nicht viel. Dann ab auf 80 km auch schon mal wieder. Auch wenn ich da wahrscheinlich heute keinen Platz für den bekomme, dass ich die PS4 schon wieder aufbauen kann. Nein, überhaupt alles drin. Da, wo die vorher war, vor 2 Jahren. Ah, okay. Das eine ist. Irgendwas von Langenscheid. Irgendein dicker Wälzer, aber ich weiß noch nicht von was. Hier, ja. Ach nee, das mit der Baustelle, das hatten wir ja schon mal. Nur aus der anderen Richtung. Cool. Entdecken Rechts fragen. Jetzt halten. decken wir auch das hier auf dieser Seite auf. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Sogar die 50 richtig antizipiert. Auch wenn das ein bisschen too much ist. Eigentlich wir Vorfahrt gewähren. Da kommen doch genauso von der Autobahn wie die anderen auch. Na, kommt nur noch was? Ja, da kommt noch was. Ist immer so schlecht. Wenn der LKW ist davor. Das ist ein Vorder, warum fahren die so langsam? Wir wollen links abbiegen. Dann fahren wir mal. Ein Belgrad dann gleich nochmal vorbei. Da waren wir noch nicht. Aber gut, wir sind schon gerade da. Never mind. Wait a second. Ob das schon implementiert ist? Für das Event? Weil es ist ja doch schon ziemlich nah an Belgrad dran, also da fehlt ja nicht mehr viel. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das irgendwann nochmal hier angeschlossen wird oder hier. Dass man dann wirklich so den, ne, so das Autobahnkreuz um Belgrad rum hat oder bei Belgrad hat. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Luft dafür wäre zumindest da. Beziehungsweise hier wirklich wieder sehr stark dafür gegeben. Und es wirkt zumindest so, finde ich. Langsamer. Und sonst wieder eine Zuglinie, wie man hören konnte. Man eigentlich schon unschwer hören konnte. Ah, noch nicht ganz die 70. Mehr als 60. Aber jetzt bestimmt doch. Ja. Wieder die 80.
Und dann geht's weiter nach Richtung Novi Sad, obwohl es war ja nach Neusatz mal vorbei ist. Hey, Novi Sad ist ja Novi Sad, ne? Novi Sad dürfte Novi Sad sein. Wobei, Neusatz, Novi Sad, okay, wir fahren nach Novi Sad. Warum machen wir da jetzt Neusatz steht? Kann man auch ruhig Novi Sad hinschreiben. Aber da haben wir scheinbar für Deutschen mal wieder so einen deutschen Dings für die Stadt. Eine Bezeichnung in Deutsch. Aber gut zu wissen, Novi Sad, Neusatz. Und wir fahren zu Braven Transport. Okay, ich hatte mir schon fast gedacht, dass es Transport sein könnte, aber hat man ja nichts erkennen können, ne? Bitte rechts halten. Ja, natürlich. Das war erstmal ohne Blinken, weil alle Hände voll zu tun, weil ich trinken will. Wobei es eigentlich schon gut wäre, wenn ich die dann heute aufbaue, dann kann ich zumindest schon mal schauen, wie das dann vonstatten geht. Mit Switch und PS4 wechseln. Also, ja, es hat da noch eine Gesichtskarte. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich gerade dran erinnere. Eigentlich muss es ja reinpassen, das ist ja der Laptop-Tasche. Kann ich hier gerade mal so... Nee. Wieso geht das nicht? Ging das nicht? Ist man... Ah, da ging es. Naja, eigentlich müsste das ja passen, weil das ist ja auch eine Laptop-Tasche. Und da passen so vier Mehrwegflaschen nebeneinander. So. Was steht da? Naja, eigentlich müsste das ja passen, weil das ist ja auch eine Laptop-Tasche. Und da passen so vier Mehrwegflaschen nebeneinander. Es ist der Wahnsinn, dass Speech-to-Text diesmal super funktioniert hat. Das ist der Wahnsinn. Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich jedes dritte Wort ändern müssen, weil da irgendein Käse stehen würde, aber hey. Musste ich bei Discord gar keine Sprachnotiz machen, um das neben dem Fahren machen zu können. Ja, wir dürfen mal wieder raus. Nein, dann dürfen wir nicht lang. Meine Güte. Ich wäre schon fast wieder hingefahren. Obwohl es geschlossen ist. Ist da wieder viel. Okay, da ist dicke Platz. Es wirkte noch nicht so. Wäre so nice hier mit dieser Ausfahrt neben der Ausfahrt, neben der Autobahn. Einerseits will ich ja gar nicht wissen, wie viel Maut wir gezahlt haben. Andererseits würde mich die Statistik, also allgemein, eine allgemeine Statistik, wie viel Maut man gezahlt hat in der Woche, ja schon interessieren. Links halten und dann links abbiegen.
links ab. Wir haben schon Brown Transport. Hier wird ja scheinbar viel gebaut. Erster Aufenthalt in Novi Sad. Biege nach rechts ab. Jetzt, wo ich weiß, dass Novi Sad Novi Sad ist, werde ich ihn versuchen, Neusatz zu boykottieren und auch Novi Sad zu sagen. Also es ist klar, dass beispielsweise Neusatz halt Neusatz, aber dass Novi Sad Neusatz heißt, weil na, irgendwann mal im Bereich wieder so ein super geiles Industriegebiet, weil es irgendwann mal zu Deutschland, Germanien, whatever gehört hat. Aber na, wir wollen ja mal den gegenwärtigen Zustand und so. Der Satz hat keinen Sinn ergeben, aber ich wusste auch jetzt nicht, wie ich den Satz beenden kann. Ja, würdigen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir wollen das ja mal so würdigen, wie es gerade vernünftig ist. Ich muss auch nochmal neu ansetzen und da steht was. Vielleicht ging es ja schon so hin. Ja, es geht definitiv deutlich besser. Ich hätte doch hier ein bisschen mehr rein und dann um die Stahlrohre rum dann machen sollen. Viel Spaß beim Abschleppen. Ich bin hier nur am beliefern. Mehr schlecht als recht, aber am Abliefern. Ausgezeichnete Glasscheiben von Kragujevac nach Novi Sad geliefert. Gefahrenstrecke 352 Kilometer, 50 Minuten habe ich dafür benötigt, aber ne, abzüglich von wahrscheinlich einer Viertelstunde. Verbrauchter Kraftstoff 128 Liter, das wäre nochmal 52. ETS-2 World of Trucks Auftrag. 8.500 gab es dafür und 500 Erfahrungspunkte. Ich gucke auf jeden Fall mal, wir können ja direkt nebenan hier schlafen. Deswegen gucke ich einfach schon mal, wohin die Reise im nächsten Video, was ich da heute wahrscheinlich nochmal aufnehmen werde, vielleicht gehen könnte. Einfach aus Spaß. Ah ne, das Skopje haben wir ja schon. Ich habe es gerade nur geguckt. Hat nur Nordmazedonien gesehen. Nee, Bulgarien war noch dort. Belgrad hatten wir schon. Slowakei war es nicht, es war Slowenien, was gehen würde. Das sieht ja gerade gar nicht gut aus, so allgemein gar nicht. Da haben wir wieder Neusatz, da haben wir wieder Belgrad. Skopje schon wieder. Also von hier eigentlich gerade gar nichts. Wieder Serbien. Hm.
Mal schauen. Also, da wird ja noch mal ein paar Stunden Zeit vergehen. Zwischen diesem oder dem nächsten Video. Ich hoffe mal, dass wir dann was Neues haben. Wie viel Prozent haben wir drauf? 4%, okay. Nicht ausreichend. Noch nicht die 5% erreicht. Dann hoffe ich mal, dass ich dann in der nächsten Fahrt dann wir einen Auftrag haben, den wir fahren können. Ich muss ja auf alle Fälle gleich nochmal notieren, dass Novisat Schrägstrich Neusatz, weil es da ja steht, deaktiviert ist. Fürs Erste. Aber in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten ETS 2 World of Trucks Event Video wieder. Tschüss!